Sie kann es fühlen. Mann, jetzt lass mich schon da durchschießen. So, wunderbar. Hat funktioniert. Und da, jetzt sind wir hinter dem Ventilator. Weil da wollen wir nicht wirklich durchlaufen. Das würde ziemlich wehtun. So, gehen wir mal auf die andere Seite. Mal gucken, was da ist. Es ist schön, dass man jetzt ein bisschen erkunden kann, ohne diese Tests vorgeschrieben zu bekommen. Oh, da, guck mal, da kommen die Würfel durch. Die Plural von Kubus? Die Kubi? Die Kubusse? Das klingt beides doof. Wo müssen wir jetzt weiter? Wo geht's weiter? Vielleicht können wir da oben hin. Wir können ja auch mal auf die andere Seite des Ventilators. Oder mal dahin. Guck mal, wir sind von da unten gekommen. Wir gehen jetzt einfach mal auf die andere Seite. Mal gucken, was da ist. Achso, da ist der andere Ventilator. Okay, also, ja, da, hoppala. Toll, wenigstens ist er stehen geblieben. Kann nichts passieren, ich habe mich geopfert. Okay, also wir sind hier. Und wir müssen irgendwo rein oder weiter. Aber ich weiß nicht wo. Das mit der Tür hier ist ganz doof. Da würde ich eigentlich gerne rein. Vielleicht... Was ist mit diesem Gang, mit diesem Gehweg? Da sind wir nicht hingekommen. Das wäre schön, wenn man sich da an die Wand, an die Decke teleportieren könnte, direkt auf den Gehweg. Aber, oh, da ist eine helle Wand. Erzähl doch nicht, das ist eine helle Wand. Ich sehe es genau. Ich sehe genau, dass da eine helle Wand ist. Vielleicht... Okay, wir probieren das mal. Ist vielleicht riskant, aber wir probieren das mal. Das ist sehr riskant, verdammt. Ich wollte mich eigentlich darüber schleudern, aber ich fürchte fast... Nee, wir springen einfach. So, wir springen einfach rüber. Das ist doch einfach. Das ist so simpel. Okay, was haben wir denn hier? Da ist der Ausgang. In... Tja, keine Ahnung. In roter Farbe. Oder... Ja, wir bleiben einfach mal bei der Theorie, es ist rote Farbe. Finstere Theorien können wir dann später bilden. Okay, und da ist noch ein Durchgang, oder? Oder war ich da schon? Ich glaube, da war ich gerade. Wir wollen mal versuchen, hier hochzukommen. Also springen wir mal hier runter, um uns dann dort hochzuschleudern. Oh! Okay, da hatte ich jetzt wieder Orientierungsprobleme. Ich habe überhaupt nicht gesehen, wo ich bin. Ah Mist, jetzt komme ich wieder nicht hoch. Moment, da kann ich mich doch auch hinporten. Muss ich mir doch gar nicht so eine Mühe geben. Oh. Ah ja, jetzt bin ich hier. Okay, aber da kann ich eben nicht hin. Okay, von hier kann ich runterspringen. Gut. Von hier springe ich runter. Und wir versuchen das mal. Eigentlich müsste ich vorwärts fliegen. Vorwärts lenken. Oh Gott! Gibt's doch gar nicht. So, dahin wollen wir, ja. Dahin gehen wir jetzt erstmal. So. Und jetzt kann ich wieder... das nochmal versuchen. Ach, fuck! Es war verdammt knapp. Ich konnte mich wieder nicht orientieren. Das ist echt nur die Orientierungsproblematik. Ansonsten wäre das alles ganz simpel. So. Jetzt probieren wir das nochmal. Verdammt! Ah! Ich bin aus dem Falschen rausgeflogen beim zweiten Mal. Na klar, dann bin ich wieder am Anfang. Wenn ich das zweite Mal rausfliege, bin ich mal wieder am Anfang. Das ist ja logisch. Okay. Na, ich krieg das schon hin. So. Und orientieren. Dahin. Gut. Einfach ganz ruhig bleiben und dann... Sie haben es noch nicht geschafft. Das ist die falsche Richtung. Hallo? Ist da jemand? The cake is a lie. 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 Der Kuchen ist eine Lüge. Es gibt keinen Kuchen. Aber hier gibt es Handabdrücke. Es sieht ja so aus, als ob hier schon mal jemand war. So. Ansonsten wären ja hier keine handschriftlichen Sachen und Fingerabdrücke, Handabdrücke besser gesagt. Und das ist alles so dreckig und behind-the-scenes mäßig. Das andere war immer so clean und sauber und schön aufgeräumt. Das hier ist jetzt unheimlich. Das hier zeigt eher so die wahre Welt. So, wir gehen hier mal rein. So, da kommt... Oh! Ha, da kommt ein Würfel hinter mir. Hoffentlich zerquetscht er mich nicht. Er wird nämlich größer, okay? Die Abzweigung nimmt das Spiel selber. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Gucken wir mal, wo wir enden. Hier. Okay.
Der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Das ist jetzt sehr cool. Wir haben jetzt die Portal-Kanone mit beiden Farben in Tests, wo wir sie normalerweise nicht haben. Und jetzt können wir die Tests vereinfacht beenden. Und wieder behind the scenes kommen. Und hier ist kein Fahrstuhl, weil sie nicht erwartet, dass ich hier bin. Also springen wir einfach mal den Fahrstuhlschacht runter. So. Der Kuchen ist abgeschnitten. Ich hab gesagt, sie sollen warten, aber sie wollten nicht. Es ist aber noch was, wenn sie nicht warten. Der Kuchen ist schon angeschnitten, Ovi. So, da springen wir jetzt mal durch. So, wo sind wir denn jetzt? Irgendwo, wo man zerquetscht wird, nicht wahr? Ach nee, nicht zerquetscht. Das ist einfach nur eine Treppe. Okay, wird man halt nicht zerquetscht. Dann hebt mich mal hoch. Oder was ist denn das hier? Ne, man wird nicht zerquetscht. Ah, da oben. Ne, Mist. Da oben kann man hin. Soll man hin wahrscheinlich. So, blau. Und das Orangene müssen wir dann hier machen und irgendwie durchspringen. Ja. Okay, so funktioniert's. Da ist schon wieder so ein Ausgangszeichen. Es sieht ja so aus, als wäre es in Blut geschrieben. So, man kann es jetzt einfach nicht mehr verleugnen. Es sieht so aus. Was das hier ist, wer weiß. Irgendein Kolben, irgendein Zylinder, der irgendwas zerdrückt oder irgendein... Keine Ahnung, vielleicht ist es... Ja, vielleicht ist es ein Kolben von einem riesigen Motor oder sowas Lächerliches. Wir haben keine Ahnung. Wir gehen hier einfach mal durch. Und da kann man auch durch. Okay. Wo setzen wir jetzt das Orangene hin? Irgendwo, wo Platz ist, wo Luft ist. Machen wir mal dahin. So. Sind wir wieder hier? Ich sag wieder, aber... So, springen wir mal da oben durch die Lücke. Hopp. Oh, jetzt muss er laden. Donnerwetter. Wo landen wir jetzt? Jetzt sind wir aber mal gespannt. Wo sind wir jetzt? Das ist die falsche Richtung. Wo wollen Sie denn hin? Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wohin Sie gehen müssen. Nein, ich weiß nicht, wohin ich gehen muss. Und ich weiß auch nicht, wo ich hin will. Erstmal weg. Aber ich denke mal, alles ist besser, als die Waffe fallen zu lassen und mich bäuchlings auf den Boden zu legen. Also, wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Ich weiß nicht. Also die Dinger fahren bis an die Decke und zerquetschen alles. Okay. Und wo wollen wir hin? Erstmal da rein? Das wäre eigentlich schon mal ganz schön, ne? Wir suchen erstmal da reinzuspringen. So. Früh genug abgesprungen. Wunderbar. Das kann man hier nicht zerstören. Ich kann ja auch nicht zuschlagen. Also von zerstören sind wir weit entfernt. Ich hätte jetzt hier ganz gerne... Help! The cake is a lie. Ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne meine Brechstange rausgenommen und es zertrümmert wie in Half-Life. Aber nein, so soll es nicht sein. So, wo muss ich denn... Ach, da oben, oder? Da oben würde ich ganz gerne hin. Und der eine... Die beiden Kolben, die fahren nicht bis ganz nach oben. Kann ich denn da irgendwo ein Portal setzen? Oder geht es nicht? Da irgendwo in der Richtung, da will ich ein Portal setzen. Kann ich aber nicht. Was mache ich denn jetzt hier? Okay, hier komme ich auch nicht durch. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier oben soll. Was habe ich denn jetzt davon, hier zu sein? Könnte jetzt... Ich weiß nicht, auf dem Boden kann ich auch keine Portale setzen. Ich kann da ein Portal setzen. Na Donnerwetter, was habe ich denn davon? Ich kann dafür sorgen, dass die Leitern runterfallen. Die Sprossen, aber davon habe ich ja nichts. Das bringt mir auch nichts. Ich kann ja nicht um die Ecke springen. So, hier geht sowieso nichts. Da geht was. So, aber das hilft mir ja nicht. Davon habe ich nichts. Okay, die fahren aber recht hoch. Vielleicht sehe ich irgendwas, wenn ich auf diesen Dingern draufstehe. Vielleicht kann ich dann irgendwas sehen und da ist vielleicht eine Wand, die ich dann anschießen kann. Wer weiß. Jawohl. Perfekt. Und jetzt lassen wir uns von dem Ding zerquetschen. Aber halt nicht wirklich, ne? Das ist ja der Witz dabei. So, wir lassen uns jetzt hier an die Decke drücken und kommen in Wirklichkeit da hinten raus. Wenn das Portal richtig steht. Cool, oder? Ist das cool? Das war nice. Das war richtig sweet. Sweet move! So, was haben wir denn hier? Noch mehr Zylinder? Nicht auch Spaß gemacht? Als diese Plattform in die Feuergrube hinabglitt und ich sagte, bis bald,
Und sie riefen, oh nein. Und ich dann wieder, wir haben doch nur so getan, als ob. Das war toll. Ja, das war toll. Nein, es war nicht toll. So, und hier müssen wir... Oh, ja, ich bin da. Hier müssen wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal das machen, was wir eben schon gemacht haben, nämlich uns von diesen Dingern zerquetschen zu lassen, weil das die einzigen Blöcke sind, wo wir ein Portal setzen können, um weiterzukommen. Ich weiß aber nicht, wo da ein Portal ist, um weiterzukommen. Ich sehe jetzt gerade keine anderen Wände, wo wir hin können. Wo kann ich denn da... Ich muss doch da irgendwo ein Portal setzen können. An irgendeiner Wand. Da? Nee. Da? Auch nicht. Wo ist denn? Hier muss doch irgendwo... Irgendwo was sein. Ach, da! Da, na perfekt, wunderbar. Dann machen wir das halt dahin. Ich wollte jetzt eigentlich... Ja, gut, ich wollte jetzt auf die andere Seite, aber da sollen wir nicht hin. Wir sollen dahin. Auch gut. Machen wir das halt so. Und lassen uns da mal runterdrücken. So. Sorgen natürlich dafür, dass wir nicht zerquetscht werden. Das wäre sehr unschön. Das will ja keiner. Gut, und dann gehen wir dahin. So, jetzt können wir runterspringen. Jetzt landen wir genau drauf. Okay. Und von hier aus können wir dahin. So. Dann wäre ich erstmal zumindest weitergekommen. Das ist ja schon mal was. So, da oben ist das Orangene. Schwupp. Jetzt bin ich hier. Hoffentlich ist die Tür offen, mein Gott. Nein. Die Tür ist nicht offen. Okay. Wo muss ich denn dann hin? Was soll ich denn jetzt hier oben überhaupt? Können... Achso, natürlich. Ich kann mich rausschleudern lassen. Das ist jetzt natürlich der Witz. Wir lassen uns da rausschleudern. Und ich werde ein orangenes Portal am Boden machen müssen. So. Schwupp. Perfekt. Das war ziemlich cool. Gut, da kommen wir sowieso nicht durch, weil hier überall die Führungen sind, die Führungsstangen und so. Da kommt man eh nicht vorbei. Also, ob man nur zerquetscht werden würde oder nicht, man kommt sowieso nicht durch. Falsch. Es ist nicht sicher. Es ist noch nicht zu spät zum Umkehren. Ich bin nicht böse. Gehen Sie einfach wieder zum Testbereich. Mann, ich bin nicht böse. Ja, wie gnädig aber auch. Verdammt, was ist denn hier los? Und dass es hier nicht sicher ist, habe ich auch schon bemerkt. Danke für diese Info. So, da wollen wir mal hin. So. Hallo? Oh, da. Da, 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 da. Ups. Okay. Gut. Da sind wir. Und da ist wieder ein Exit-Zeichen. Das ist sehr hilfreich. Ein in Blut geschriebenes Exit-Zeichen. Ganz großartig. Da wollen wir rein? Wirklich? Ah, natürlich. Jetzt können wir oben drauf laufen. Anstatt drin zu sein. Da können wir unseren eigenen Weg wählen. Okay, aber unser eigener Weg ist düster. Dein Weg ist düster. Nein, hier können wir runter. Sie tut mir wirklich leid, denn Sie sind nicht mal an der richtigen Stelle. Sie hätten vorhin links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man darüber nachdenkt. Irgendwann können wir darüber lachen und lachen und lachen. Oh Mann, tja. Kommen Sie doch einfach zurück. Nein, ich will nicht zurückkommen. Und ich will auch nicht darüber lachen. Ich brauche jetzt erstmal eine Fläche, wo ich das nächste Portal setzen kann. Ich fürchte, ich muss es da machen, weil ich sonst nicht hinkomme. Oh, Mann, verdammter Mist. Oh, das ist immer alles so unglaublich knapp. Und ich denke immer, wenn ich so einen Mist mache wie eben, bin ich immer der Meinung, das war bestimmt nicht die richtige Lösung. Aber doch, es ist die richtige Lösung. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber man glaubt es immer nicht, weil das so, so knifflig ist. Man denkt immer, es muss doch eine bessere Lösung gegeben haben, aber die gibt es tatsächlich nicht.